Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2018. Wir könnten eigentlich hier mal den ganzen Schrott verkaufen, den wir da haben. Altteile verkaufen. Schrott würde ich auch gerne verkaufen. Sortieren nach Zustand. Ja. Das ganze alte Gerümpel können wir hier mal verscherbeln. Das brauchen wir eh nicht mehr. Die verstopfen nur unser Inventar. Es gab doch auch mal irgendwie hier Altteile verkaufen, also Schrott verkaufen. Weiß nicht, warum es das gerade nicht mehr gibt. Gruppen. Das ist jetzt natürlich auch doof, wenn ich das hier die ganze Zeit machen muss. Lassen wir erstmal. Kann ich mal offline machen. So, wir gehen jetzt dann erst einmal Auktionshaus können wir noch nicht hin, aber hier, die Scheune haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Schrottplatz kann ich leider auch noch nicht hin. Parkhaus, Flugplatz. Was ist denn am Flugplatz? Gehen wir mal zum Flugplatz. Ach so. Ich habe kein Fahrzeug. Das ist also auch eine Art Teststrecke, nehme ich an. Scheune. Ja, da wollen wir hin. Klar. Auch wenn da Kosten entstehen, aber wir wollen noch mal schauen, was es für schicke Fahrzeuge gibt, die wir hoffentlich renovieren können. Ui. Oh, der gefällt mir. Kaufinformationen, Inspizierung. Okay. Der Motor ist schon mal nicht vollständig. Kaufinformationen. Lackierung. So lalala. Kostet 17.000. Sind eigentlich beide gut, ne? Also wir kaufen sie mal beide. Kaufen wir. Ja. Der geht in die Werkstatt. Und den... Ah, da kommt mal die... Kotflügel und so können wir zumindest wechseln. Schauen wir mal. Lenkrad. Heiß. Fahrzeuginformation, der kostet 14.000, den kaufen wir auch. Parkhaus. So. Wie kam ich hier nochmal raus? Ah ja, zur Werkstatt zurückkehren. Jawohl. So, dann hätten wir da mal eingekauft. Frage, kaufen wir gleich noch mehr? Oder belassen wir es erstmal bei den Zweien? Die Farbe ist krass. Aber da schicke Reifen drauf, schicke Felgen drauf. Das wird was. Wir können gerade mal gucken, was es hier noch... Okay, der ist weg. Dann gucken wir, was es in der Scheune noch gibt. Die 100 Dollar jucken mich jetzt nicht wirklich. So. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Ein alter Camaro ist das, von der Form her. Ja, der ist jetzt nicht so interessant. Ich mag die alten Amis. Und hier der Fastback.
Ah, den nehmen wir mal auch mit. 21.000 soll der kosten. Kaufen wir. Parkhaus. Und den nehmen wir, glaube ich, auch mit. Das ist auch ein schicker... Ja, kaufen wir auch. Kostet 22.000. Und den Hobel lassen wir mal dort. Oh. Der ist jetzt nicht so das Highlight. Ja, gehen wir wieder. Kehren wir zur Werkstatt zurück. So, dann können wir mal anfangen, das gute Stück zu reparieren. Die Pink Lady. Nennen wir sie doch einfach mal so. Komm. So. Auf die Hebebühne. Wie schaut es eigentlich hier erweiterungstechnisch aus? Inventar, Telefon. Hoppla. Aufträge, ne, im Moment gerade nicht. So, hier sind wir richtig. Kosten der Verbesserung, wir haben einen Punkt für die Verbesserung, das ist doch schon mal schön. Sind Level 10. Da kommen wir leider noch nicht hin. Wie viel brauchen wir für die Lackieranlage? Brauchen wir Level 30. Mein lieber Scholli. Aber da kommen wir, haben wir dann zumindest Ersatzteillager und einen zweiten Stellplatz. Okay, was brauchen wir bis dahin? Wir könnten... Diagnosefahrt haben wir. Demontiere Teile 50% schneller, prüfe Teile 50% schneller, montiere Teile 50% schneller. Prüfe sofort drei Teile im Inspizierungsmodus. Das nehmen wir. Oder? Haben wir hier noch ein Diagnoseding? Schalte den Kompressionsprüfer frei, der wäre auch nicht uninteressant. 5% mehr Lohn, ne? Geld haben wir genug. Da kommen wir leider noch nicht hin. Nehmen wir das hier, Kompressionsprüfer. So. Das ist ja auch mal nicht uninteressant. Jo, machen wir mal keine Kompressionsprüfung. Oder können wir? Diagnose. Jetzt kann ich Diagnose. Kann mit Druckmanometer geprüft werden. Ah, okay. Wir demontieren erstmal. Das ist sowieso das meiste. Man sieht es schon, es ist nicht alles im besten Zustand. Hoppla. Da wollte ich nicht hin. So. Bauen wir erstmal ab. Oh, drei Doppelvergaser ist das, ne? Die Teile sind schon Dreifachvergaser sogar. Wow. Das sind schon... Dann ist das ein... Ist das ein 6? Ne, V8. So. Die kann weg. Zündkabel können schon mal weg. So. Das bauen wir ab. Da haben wir wieder einiges zu reparieren. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? So, dann müssen wir die hier. Alle einzeln ziehen. Stößelstangen. Noch nichts mit Zahnriemen und so. Da hat eine unten liegende Nockenwelle.
Und die Ventile werden noch über Stößelstangen angetrieben. Kein Problem mit Nockenwellen, Zahnriemen oder sonstiges. Gibt es einfach alles nicht. So einen Motor hatten wir jetzt auch noch nicht. Zündkerzen müssen noch raus. Das sind schon die alten Amis V8, die sind toll. Also so, die Ansaugbrücke muss runter. Den können wir auch wieder komplett demontieren, wie wir es bisher auch gemacht haben, und dann einfach neu aufbauen. Gibt einigermaßen Geld. Zündspule kann weg. So, hier vorne das. Machen wir mal den Kühler weg. Eh nur im Weg. So. Einmal. Zweimal. Ein Schluck Wasser. Da-dum, da-dum. Servolenkungspumpe. Was haben wir denn da? Ölfilter. Oh. Entschuldigung, jetzt habe ich doch tatsächlich husten müssen. Na. So, Kurbelwellenriemenscheibe. Halter, oh. Die sind mal ganz anders verbaut jetzt. Das könnte ich jetzt aus dem 2015er auch noch nicht. So einen hatten wir echt noch nicht. So, Wasserpumpe. Was ein Teil. Steuerdeckel. Steuergehäusedeckel, so rum. Oh, da ist doch eine Kette drin, okay. Aber das ist auch so ein Teil, das läuft halt ewig. Da sind irgendwelche Klammern, glaube ich, genau. Klammer 1. Klammer 2 fehlt. So. Hier können wir auch die Stößelstangen ziehen. Ich glaube, eigentlich lässt man zuerst das Öl ab, oder? Naja. Ich bin mal gespannt, ob neue Teile dann auch so eine Farbe haben oder ob die silbern sind. Zündkerzen müssen noch raus. Und dann sind wir hier oben, glaube ich, erstmal fertig. Ja, dann müssen wir erstmal unten die Ölwanne abbauen und Kurbelwelle. Die ganzen Schalen abbauen. So, das hätten wir. Ja, dann sind wir hier oben erstmal fertig. Oh, die Batterie können wir noch ausbauen. So. Oh, das ist herrlich. Danach noch schicke Reifen drauf und... Freue ich mich drauf. So, bewegen unter die erste Hebebühne. Gerät benutzen. Das war's, glaube ich, schon. Zurückstellen. So. Ölfilter können wir abmachen.
Ölwanne können wir runter machen. Auch total verrostet. So. Jetzt haben wir hier natürlich die ganzen Pleuellagerdeckel, die müssen runter. Ups. So, die hier natürlich auch. Kurbelwellenlagerdeckel. Da haben wir Pleuellagerdeckel noch. Sieht alles nicht mehr so ganz frisch aus. Deswegen, ja. Große Renovierung. Eine sehr große Renovierung. Kostet uns eine Stange Geld, aber bringt doch einiges. Wie gesagt, wunderbar wäre es, wenn es lackieren schon ginge, aber... Level 30 ist noch ein Stück hin. Wir sind gerade Level 10. So, Zugang nur vom Motorraum aus. Die könnten wir jetzt dann aber. Jetzt machen wir aber gerade auch das hier. Wenn wir schon hier unten sind, machen wir das auch noch weg. Könnte mal die Reifen runternehmen, ne? Fällt mir da so auf. So, Getriebe runter. Heute ist einfach nur Demontage angesagt. Nächste Folge dann noch ein bisschen und dann geht's wieder an den Aufbau. Und dann können wir das gute Stück verkaufen. Schwungrad noch runter. So. Das hätten wir auch. Jetzt machen wir endlich mal die Reifen hier runter. Felge Phoenix. So, Bremssattel Standard. Demontieren wir auch gleich. Radlager. Radnabe. So. Spurstangenkopf. Spurstange, Koppelstange, der Stoßdämpfer, Querlenker unten. Ich hoffe, wir können viel aufarbeiten. Dass es nicht ganz so teuer wird, aber ja, schauen wir mal, ne? So. Die zwei können schon mal raus. Dum-da-dum. All-Terrain-Reifen hat er. Da finden wir bestimmt auch wieder schöne, die weniger kaputt sind. Hoffe ich jedenfalls. Sonst hätten wir ein Problem. So, einfach mal alles demontieren. Dann klappt das nämlich auch. So, den da,
den da. So, Koppelstange. Stoßdämpfer. Querlenker unten. Querlenker oben. Dann haben wir vorne auch schon bald alles blank. Achsschenkel. Stabi. Gummilagerbuchse. Flexrohr. Mittelschalldämpfer. Kommen wir gerade alles schön dran. So. Die Gummilagerbuchse noch. So, dann kann der weg. Sehr schön, dann hätten wir das auch. Dann können wir gerade oben nochmal weitermachen. Kolben raus. Dass wir hier auch den Motor komplett ausgebaut kriegen. So. Und dann fangen wir, denke ich, auch in der nächsten Folge mit der Motormontage wieder an. Überleg gerade, ob wir erst noch die Hinterachse dann machen wir wahrscheinlich erst noch am besten raus. Demontieren. So. Oh, da ist noch einer. Nein, nein, halt, halt, halt. Demontieren. Nicht montieren. So. Ich dachte, ich habe die Kurbelwelle rausgenommen. Ach, die Nockenwelle fehlte noch. Okay. So. Das Flammrohr haben wir vergessen. Wow. Einfach mal so. Es schwebt jetzt ein bisschen frei in der Luft. So. Ja, in der nächsten Folge geht's dann an die Hinterachse und dann bauen wir noch den Motor. Den bauen wir wieder auf. Und ja. Dann ist hoffentlich die Pink Lady auch bald wieder auf der Straße. Schön wäre halt, wenn ich da die Schweißarbeiten noch machen könnte, aber naja. Geht glaube ich noch nicht. Oder? Nee, kann ich noch nicht. Ja, aber ich sage da mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann an unserer Pink Lady weiterschrauben. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.